beten, dass Gott diese Krone erneut segne, dass König Charles sein Amt mit Gnade, mit Geduld ausübt. One God, world without end. Amen. Und jetzt ist es soweit. Der Moment, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Krone, die Charles aufgesetzt bekommt, die St. Andrew's Crown, fast 2,5 Kilo schwer, aus Gold und mit 244 Steinen. Um 13.02 Uhr heute wird Charles damit offiziell gekrönt. God save the King! God save the King! Ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut, ich gebe es zu. Es ist wirklich ein Moment. Ja. Ja. Der einem fast die Sprache verschlägt. Ich bin so fest überzeugt, dass er jetzt an seine Mutter denkt. Ganz sicher. Alles perfekt inszeniert. Nach 76 Jahren erreicht Charles die Königswürde mit seiner Krone und ist damit der neue Leader des Commonwealth, offiziell ohne Macht. König von Großbritannien, Nordirland, 14 Commonwealth-Staaten. Charles nun an der Spitze der Macht. Hier sehen wir auch verschiedene Geistliche vor dem König, verschiedener Konfessionen. Auch ein Zeichen. Und das ist heute zum ersten Mal, dass die Musik etwas im Abtempo ist und voller ist. Hier die königliche Familie sieht man jetzt auch auf der Seite Edward mit seiner Gemahlin. In diesem Königsgewand. Jetzt geht der gekrönte Charles an William vorbei. Nimmt jetzt Platz auf seinem, wenn man das so sagen darf, Beobachtungsthron. Denn jetzt wird nach ihm auch seine Gemahlin noch zur Königin gekrönt. Ausgestattet mit den Symbolen der Macht. Ja, man sieht, wie schwer das Ding ist. Ne? Man merkt auch, dass er den Kopf sehr gerade halten muss. Auch gut gelöst die Nähe zu William natürlich. Stand firm and hold fast from henceforth this seat of royal dignity, which is yours by the authority of Almighty God. May that same God, whose throne endures forever,
establish your throne in righteousness, that it may stand fast forevermore. Hier noch einmal Wünsche an den König. Ihm Standfestigkeit wird ihm gewünscht beim Durchsetzen seiner Prinzipien, damit auch die zukünftigen Monarchinnen und Monarchen den Thron weiter reichen können, so wie er ihn vorgefunden hat. Derselbe Schwur kommt jetzt von Kronprinzen, also ein ähnlicher nicht. Dasselbe, sondern I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. Und ein Kuss, das war überraschend und schön, finde ich, sehr menschlich. Und jetzt ist Charles gerührt. Ich glaube, das spürt man und hat man auch gesehen. I now invite those who wish to offer their support to do so. Ich lade nun alle ein, die hier ihre Unterstützung zeigen wollen, das nun zu machen. God save King Charles at the end, or for those with the words before them, to recite them in full. I swear that I will pay true allegiance to your majesty and to your heirs and successors according to law. So help me God. Das war jetzt der Schwur des Volkes auf den König, aber auch bereits auf seinen Nachfolger. Der Kuss wird hinausgehen in die Welt, wird in die Geschichte eingehen. Das hätte es bei Elisabeth so nie gegeben. Welche Symbolkraft wird dieses Bild haben? Warum hat man sich entschieden, diesen Kuss vorzunehmen? Die Nähe des Sohnes zum Vater und umgekehrt. Das Wissen, dass das der nächste König wird nach ihm. Und das Zeichen der tiefen Verbindung. The King. God save King Charles. Long live King Charles. May the King live forever. Harry hat nicht mitgesprochen, das habe ich gesehen. Komisch. Receive this ring, a symbol of royal dignity and a sign of the covenant sworn this day. Und nun erhält auch Camilla ihren Ring mit den besten Wünschen und für ihr Amt, um es auszuüben als Symbol. Ah, die Krone also nicht auf dem Thron, das war auch zu erwarten, sondern abseits. Eigentlich unfassbar, nicht? Eine Frau, die vor 20 Jahren noch als absolutes No-Go galt in Großbritannien, wird eine gekrönte Königin. Und wird thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Reign in her heart, O King of Love, that being certain of thy protection, she may be crowned with thy gracious favor through Jesus Christ our Lord. Amen. Möge auch diese Krone Camilla die Möglichkeit geben, ihre Position mit Stolz auszufüllen und die Kraft Jesu Christi durchströmen. Hier gibt es noch ein royales Zepter. Receive the rod of equity and mercy. May the Spirit guide you in wisdom and grace. That by your service and ministry, justice and mercy may be seen in all the earth.
hören. Ich nehme an, sie wird sich jetzt auf den König zu bewegen. Ein Lächeln. Wir werden schauen, ob sie jetzt einen Kontakt geben wird mit dem König. Ich nehme fast an, ja. Aha, ja, der Knicks. Ein Lächeln des Monarchen. Uhr, Camilla, gekrönte Königin ebenfalls von England und dem Commonwealth. Und hier ist das Königspaar, um zu sehen, gekrönt. Ein Bild, das man sich vor vielen Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Aber nun ist auch hier Camilla angekommen. Ist Camilla jetzt auch eine Königin der Herzen, auch eine, die die Herzen in Großbritannien erobert? Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie das schaffen wird. Sie wird mit der Lockerheit und der Bescheidenheit, mit der sie bis jetzt aufgetreten ist, was wir gesehen haben, wird sie das wieder gut machen. Es ist eigentlich wie ein Märchen, dass eine Liebe, die vor 50 Jahren nicht stattfinden durfte, heute ein endgültiges Glück miteinander findet, noch dazu in dieser Position. Das ist eigentlich, wenn sich das ein Autor ausgedacht hätte, hätte jeder gesagt, das ist unmöglich. Das ist eine geschiedene Frau, nicht, die hier zur Königin von England geweiht wird. Und wir sehen auch hier sehr entspannt. Ergriffenes, entspanntes ja. Gesicht, ja. Aber sehr im Moment. Das sind bewegende Bilder, die uns heute hier aus Großbritannien erreichen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Alfons, dass du uns hier gerne durch die Krönung begleitet gerne hast. Noch zum Abschluss deine Bilanz. Wie hast du diese Krönung heute erlebt? Ich glaube, dass Charles und Camilla mit dieser Krönung heute gewonnen haben. Ich glaube, sie haben gezeigt, dass sie Menschen sind. Der Kuss von William zeigt eine neue Ära. Ein König, wie du gesagt hast, nicht nur zum Angreifen, sondern den man auch küssen darf. Man kann nur sagen, mit allem Respekt, God save the King. Und du warst ja auch sehr gerührt hier bei der Krönung. Schon, weil ich mir vorstellen kann, was die mitgemacht haben. Was die alle mitgemacht haben. Diana, die Kinder, Charles und Camilla. Dass das so gut ausgeht, mehr oder weniger, ist wunderbar. Und ich glaube, nach diesen Bildern jetzt hier wird seine Beliebtheit stärken. Wirklich wird seine Beliebtheit stärken und er wird das gut machen. Und ich glaube, dass vor allem Elisabeth II., wo immer sie jetzt ist, sie denken wird, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. I'm amused. Ein ehrwürdiger Tag, ein denkwürdiger Tag. Ja. Und ja, danke, Alfons, dass du uns jetzt die letzten Stunden danke für die Einladung begleitet hast.